Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned the various comparative and superlative forms of different adjectives. In this video, you'll be learning how to make comparisons using these forms. We'll be doing a few examples, and at the end, there's a small exercise. For a free worksheet on this topic, you can visit our page on Patreon. So, fangen wir an. Lektion 12. Komparativ und Superlativ, Teil 2. Wir haben schon gelernt, dass ein Adjektiv drei Formen hat. Schön, das ist die Grundform oder Positivform von dem Adjektiv. Wenn man zwei Sachen vergleicht, dann benutzt man Komparativ, schöner. Am schönsten, das ist die Superlativform. Diese Form benutzt man, wenn man mehr als zwei Sachen vergleicht. Und jetzt lernen wir, wie macht man Vergleiche. Man kann Sachen vergleichen oder Personen vergleichen. Hier sind ein paar Beispiele von der Positivform oder die Grundform von dem Adjektiv. Heute ist es so warm wie gestern. Here we are comparing today's temperature with yesterday's temperature. And since both of them are the same, we'll be using the positive form of the adjective. And we'll be using this together with so and wie. The next example is similar. Heute ist es genauso warm wie gestern. In this case also, we use the positive form of the adjective, but along with genauso and wie. Und hier ist das nächste Beispiel. Heute ist es nicht so warm wie gestern. Here you are using the positive form of the adjective along with nicht so and wie. The next one is similar. Heute ist es fast so warm wie gestern. Here also you would use the positive form of the adjective along with fast so and wie. Hier sind noch ein paar Beispiele, wo man die Positivform benutzen kann. Heute ist es doppelt so warm wie gestern. Here we are using the positive form of the adjective along with doppelt so and wie. The next one is, heute ist es halb so warm wie gestern. The use here is similar. The positive form of the adjective along with halb so and wie. Jetzt lernen wir, wie benutzt man Komparativ. Und hier ist das erste Beispiel. Mario läuft schneller als Peter. Wenn man zwei Sachen oder zwei Personen vergleicht, dann benutzt man Komparativ, Form von Adjektiv plus als. Hier ist noch ein Beispiel. Max ist fitter als Johannes. So when you compare two people or two things, you use the adjective in the comparative form along with als. Hier ist noch ein Beispiel. Ein Elefant ist größer als ein Pferd. Do remember to always use als with comparative forms. Jetzt schauen wir uns ein paar Sätze mit Superlativ an. Superlativ benutzt man, wenn man zwei oder mehrere Sachen oder Personen vergleicht. Hier ist der erste Satz. Rudi läuft am schnellsten. In the previous chapter, you learned that for making the superlative of an adjective,
you use am plus the ending s-t-e-n. Since am is a dative preposition, the adjective schnellst takes the ending an. We can also use the superlative form along with a noun and an article. For example, Rudi ist der schnellste Läufer. In this case, since schnellste is being used as an adjective for der Läufer, you will use the adjective endung e. Sometimes you don't need the noun in the sentence. For example, Rudi ist der schnellste. In such a case, the adjective becomes the noun. Hence, it has to be capitalized. Noch ein Beispiel ist für feminin, du bist die Beste. Und maskulin, du bist der Beste. Let's look at a few more examples. Zugspitze ist der höchste Berg. Or you can say, Zugspitze ist am höchsten. Some people get confused between the two forms and they might say, Zugspitze ist am höchsten Berg. Well, this is wrong. Do remember the difference. When you are using am, there won't be a noun. And when you are using a noun, there has to be an article. Hier ist das nächste Beispiel. München ist die schönste Stadt. In this case, we are using the superlative form along with a noun that has an article die. And here is an example with the article das. Bayern ist das größte Bundesland. And according to the article, you use the adjective endung. Jetzt machen wir weiter. Adjektivdeklination. We have already learned that whenever we are using adjectives before nouns, they would take endings according to the article. These adjectives could be in positive, comparative, or superlative. If you want to revise adjective endings, you can watch our videos on the same. The links are given below. Hier sind ein paar Beispiele mit Adjektiven im Komparativ. Ein billiges Haus. Since the article of house is das, it will take the ending es along with ein. The same rule will apply to the adjective in Komparativ. Ein billigeres Haus. So you will take the adjective plus the Komparativ Endung er plus the adjective declination. The adjective ending will depend on the article and whether your article is in nominative, accusative, dative or genitive. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispielsätze an. Er hat einen einfachen Satz formuliert. Sie hat einen einfacheren Satz formuliert. Here the noun is in the accusative position, therefore the ending an. Das nächste Beispiel. Das ist ein großes Auto. Aber ich kaufe ein größeres Auto. Die gleiche Regel gilt auch für unregelmäßige Adjektive. Tobi hat eine gute Idee. Andreas hat eine bessere Idee. Und hier sind ein paar Beispiele für Adjektive im Superlativ. Ein billiges Haus. Ein billigeres Haus. Das billigste Haus. Mit der Superlativform benutzt man keine unbestimmten Artikel. Wenn ich sage, ein billigstes Haus, das ist falsch. The rule here is also similar to the one for comparative. You use the adjective plus the ending st oder est plus the adjective endung. Und hier ist das erste Beispiel.
Beate ist meine netteste Tante. Wir fahren mit dem schnellsten Zug. Mit is a Dativpräposition. Hence, we use dem and accordingly the Adjektivendung. Therefore, mit dem schnellsten Zug. Now let's do a small exercise. Übung. You have to fill in the blank with the correct form of the adjective. Do remember the adjective endings. So here's the first one. And the answer is Maria ist das fleißigste Mädchen im Unterricht. You can't use comparative here because there is no comparison between two people. Let's move on to the next one. And the correct answer is Eine Banane ist gesünder als ein Eis. The moment you see als in the sentence, you should know that you have to use comparative. So here's the last one. And the answer is Ich habe einen besseren Plan als du. Great! Hope you enjoyed this lesson. If you want a free worksheet to practice what you have learned today, you can visit our page on Patreon. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!